Spät kommt er, aber er kommt. Der Film zum Jahresrückblick 2023. Aufgrund familiärer Veränderungen hat sich das Zeitkontingent für mein Hobby Radfahren extrem verkleinert. Aber meine Leidenschaft für das Bike und die Natur ist nach wie vor ungebrochen. Und so berichte ich hier die Highlights des zurückliegenden Jahres 2023. Irgendwie hat mich das Hüpfen und Springen auf dem Bike nicht mehr losgelassen. Und beeinflusst von ebenfalls bike-hüpfenden Kollegen auf YouTube, habe ich mich, wie man sieht, ordentlich ins Zeug gelegt. Und irgendwann musste es dann ja passieren. Aber nicht beim Hüpfen und Springen, sondern beim Üben des Corner Roosts bzw. des Grabs bin ich so blöd auf die Schulter gefallen, dass ich mir das rechte Schlüsselbein gebrochen habe. Und so gab es dann ab Juni letzten Jahres erstmal für volle 3 Monate eine Fahrradzwangspause. Und so brach ich für mein jährliches Naturerlebnis mit 2 Wanderstöcken auf. Einen richtigen Plan hatte ich nicht, außer dass ich schon immer davon geträumt habe, auf dem Colle Caro in den Graischen Alpen zu stehen. Also fuhr ich mal wieder in Richtung Schweiz und kam am ersten Tag bis zum großen St. Bernhard Pass auf knapp 2500 Meter Höhe an. Die abendliche Atmosphäre war so schön, dass aus einer Pause eine spontane Übernachtung im Auto wurde. Am nächsten Morgen brach ich dann gleich von dort auf, die Wanderung zu unternehmen zum Lac de Fenêtre. Moin Leute! Mein 2. Wanderurlaub. Schlüsselbeinbruch. Ich darf nicht Fahrrad fahren, ihr wisst Bescheid. Und da geht's mal wieder in die Walliser Alpen. Again and again. Weil sie fetzen. Und ihr seht, das Wetter ist mir heute gesonnen. Diesen Wanderpfad habe ich genommen. Das ist der Grand Combin. Combin müsste das sein. Und jetzt ist da der Pass. Mal hingehen und gucken. Col Chevaux heißt er, glaube ich. Ah ja, da ist dieser See. Col de Chevaux, 2700. Ich habe absichtlich noch keinen Kaffee getrunken und nur einen Müsli-Riegel gegessen. Und zwar während der Wanderung, als ich Unterzuckerungssymptome hatte. Ja, man muss sich nicht gleich frühesten Bauch vollschlagen. Ja, so lässt sich's leben, ne? Im Hintergrund den Grand Combin, das Spitze, und den Mont Vélan oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist das Massiv nicht der Grand Combin, sondern das ist der. Ja, hier kocht das Kaffeewasser und im Hintergrund machen die Kühe Musik. Da oben. Na, hier sind ein paar Neugierige dabei. Die wollen gucken, was ich hier so mache. Das ist seine Hut. Da will er schon Bescheid wissen. Und da drüben haben sich ein paar Angler gefunden, die jetzt hier angeln. Ich würde sie gerne ranzoomen, aber es geht nicht. Jetzt ist aber gut. Ab, ab, ab. Ey, komm mal mehr. Ab. Jetzt ziehen sie von dann. Ja, man muss bloß klar machen, wer der Herr im Hause ist. So, da oben ist der nächste Gipfel. Das ist der. Ja, mir fällt der Name wieder schon nicht ein. Das ist das Alter, das Alter, das Alter.
ist der Col du Bastion und hier oben haben wir noch mal eine Spitze. Und wie wir sehen, alle Affen machen es nach. Da hinten ist der Mont Blanc. Da ist Fenêtre, Lac de Fenêtre. Und da hinten geht der Pass drüber, der dann wieder zum St. Bernard führt. Es ist der Hammer. Der Blick zurück aus der Wand, wo ich herkam. Da oben ist der Col du Bastion. So, die Seen sind hier so terrassenartig. Ich habe gerade da unten an dem unteren See gebadet. Jetzt bin ich hier hoch und habe den Weg verpasst, der nämlich da auf der anderen Seite des Sees Richtung dort hoch führt. Das ist nämlich der etwas schwierigere Pass mit so einem Grat, weil der andere Col de Lac de Fenêtre, der ist etwas einfacher. Und einfach kann jeder. Opa! Einfach kann jeder. Wo die Leute sind, da sieht man noch ein paar Leute, jetzt nicht mehr. Aber da sieht man ein Schild. Ich hatte mich nämlich verlaufen, ich war genau da drüben war ich schon. Und dann musste ich noch mal runter und hier hoch. Jetzt sind mir eine Menge Wanderer entgegengekommen. Ja, das wird der letzte Pass für heute. Dieser nette Erdenbürger hat mich auch gerade auf die Idee gebracht, dass ja eigentlich hier der Weg lang geht. Ich hatte mich auch gerade vertan und er auch. Das sieht man gerade nicht. Das ist ein richtiger Rummel hier und man kann sich erstmal gar nicht so richtig orientieren. Deswegen gucke ich jetzt nochmal auf die anderen Schilder da, ob es da noch eine alternative Route gibt, die vielleicht schneller und einfacher ist. So, es ist 11 Uhr, ich bin um 7 aufgestanden und ich habe nicht getrödelt. Also man sieht wieder mal, wie viel Zeit man braucht. Hier ist der Parkplatz, jetzt geht's los hier hin. Ihr seht die schöne Natur. Das ist richtig schön. Hier geht's hoch. Mann, das ist nice. Das ist really nach meinem Geschmack. Ja, in die steile Wand geht's jetzt rein. Da ist steil. Überall ist steil. Und da kommen meine Verfolger.
Und dort komme ich und jetzt möchte ich diese tollen Steinbauten da mal filmen. Da waren bestimmt mal Hirten oder Schäfer behaust. Und da geht es zum Refugio und zum Pass. Passo del Caro. So, ich habe jetzt den Col Nivolet bestritten und muss jetzt darunter ins Tal. Diese Dimensionen hätte ich wieder nicht für möglich gehalten. Das ist ja noch mal eine Tagestour. Sprich, ich muss zu dem See darunter. So, das sind die Ausmaße meines Vorhabens. Ich wollte heute den Colle Caro machen und jetzt sehe ich, dass es hier noch mal richtig runter geht. Da unten ist der Lago Cerro und noch so ein Sammelbecken, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und da hinten geht es dann irgendwo hoch zum Colle Caro. So, und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier runter zu laufen. Das kostet mich garantiert 1,5 bis 2 Stunden. Oder den Daumen rauszuhalten. Mal gucken, wie ich so drauf sein werde. Mal schauen. So, da oben, von da oben habe ich mich jetzt runtergekämpft, die Serpentin. Kein Aas hat angehalten, aber dafür werde ich mich dann mit einem Bad belohnen. Da oben komme ich her. Da runter. Und dann die Straße lang. Der Staudamm war interessant. Und jetzt geht's da hoch. So, ich bin jetzt bis da hinten gekrochen, zu dem Schatten. Da gab es keinen Abzweig zu dem Pass. Obwohl es alles sehr gigantisch wirkt, kein Abzweig. Ich nehme an, ja, der ist verschüttet von dieser riesen Geröllmasse hier. Also geht es jetzt wieder zurück zu dem Parkplatz da unten. Da wird es wohl noch ein zweiter Abschnitt Abzweig geben, laut Karte. Thank you.
Es ist Dienstag und die Nacht war schrecklich. Ich hatte so ein Sodbrennen von dem ganzen Kaffee und dem Cola-Gelumse und dem süßen Zeug. Sodbrennen und dann habe ich auch noch dieses Milchpulver nicht vertragen, hatte Blähungen. Jetzt habe ich ein Bad genommen und jetzt gucke ich mal, wie es wird. Da ist der Lago Rocci und irgendwo da oben ist der Colle Caro. Aber ich werde es heute nicht mehr schaffen. Ich bin durch diese Nacht so im Arsch. Ich habe gerade, da war ja mit einer Stunde angegeben. Ich glaube, ich habe 2 Stunden gebraucht. 2 Stunden. Also, ich habe jetzt hier geschlafen und ich fühle mich genauso kacke wie vorher. Sprich, da hoch werde ich heute nicht gehen, das wäre lebensgefährlich. Ich muss mich bloß mal vertreten. Es waren schon schwierige, gefährliche Stellen auf dem Aufstieg jetzt bis zu dem See Rivarocci. Rivarocci oder so. Ach, ich und Namen. Auf jeden Fall, it's a shame. It's a shame. Dann spreche ich 3 Jahre lang von diesem Kack. Und dann bin ich hier und dann macht mir mein Körper einen Strich durch die Rechnung. Ich hasse meinen Körper. Tschüss, Colle Caro. Im nächsten Leben. Da war ich oben beim Lago Rocce. Dort hinten habe ich gestern übernachtet. Beim Lago Cerro. Eine schlechte Nacht. Und hier ist so eine Bunkeranlage. Ja. So ist das. Den Bunkeranlagen. Hätte ich das alles gewusst, wie das Schicksal manchmal so spielt, hätte man ja drinnen schlafen können. Da hätte ich vielleicht gar nicht so, vielleicht gar nicht so eine schlechte Nacht gehabt. Jetzt gehe ich wieder, jedenfalls wieder da runter, unterhalb des Staumauers, diesen Wanderweg. Dann gehe ich zu der Bushaltestelle, guck mal, wann ein Bus kommt oder ich trempe und fahre wieder hoch auf den Pass Nicolet. Es ist alles nicht so erfolgreich gelaufen. Wie so oft, ich habe mich total überschätzt. Bin die ersten 2 Tage rumgerannt wie so ein aufgezogenes Duracell-Häschen. Dann noch die schlechte Nacht gehabt, dann noch dieses Milchpulver nie vertragen. Dann noch die viele Cola. Die Nacht, die war die schrecklichste Nacht, die ich so mit hatte im Zelt. Die ganze Zeit Sodbrennen. Die ganze Zeit Schmerzen im rechten Arm wegen der Schulter. Es ist alles scheiße gelaufen, aber so ist es manchmal. Solche Steinfender finde ich immer ein bisschen unheimlich, weil man immer das Gefühl hat, man könnte den Weg verlieren. Hier sind sie momentan ganz gut markiert, aber das kann nach Geröllabgang und so, wenn der Weg nicht gut gepflegt ist, ganz anders aussehen. Da kann auf einmal die Markierung weg sein. Und man befindet sich mitten in so einem Steinfeld. Und man stellt sich vor, man steht jetzt hier irgendwo und will darüber. Das ist schon ein bisschen gruselig. Zumal man ja auch weiß, dass das hier ein Geröllabgang ist. Ne? Also hier kann sich einfach auch mal was lösen und runterkrachen. Das wollte ich bloß noch mal ganz kurz zeigen. So, ich stolpere jetzt mit einem Bier und einer Cola Intus Richtung Auto. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich es nicht schaffe, ist nicht so schlimm, dann schlage ich mein Zelt auf. Dieses Tal bin ich gestern hochgekommen. Durch diese gewaltigen Distanzen oder dieses anstrengende, das
Kommt mir vor wie vorgestern, aber es war gestern. Ja, da oben liegt das Refugi Savoy. Aber irgendwie sagte mir das jetzt nicht so richtig zu. Wollte ich jetzt nicht machen. Ich meine, warum habe ich mein Zelt mit, damit ich es auch benutze? Auf die Gefahr hin, dass es wieder eine scheiß Nacht wird. Jetzt bin ich fast an meinem Ausgangspunkt. Ich habe echt überlegt, ob ich hier oben schlafe. Aber die traumatisierende Nacht, die hat bleibende Eindrücke hinterlassen. Und ich möchte gerne eine Decke und ein Kopfkissen haben. Und ich möchte es warm und kuschelig haben. Ich bin halt schon Ü40. Dafür tun mir meine Beine jetzt weh, wie sonst was. Ich spüre sie gar nicht mehr richtig. Und ich kann bei weitem nicht verstehen, wie man einen Alpencross GR5 zu Fuß machen kann. Habe mir gerade überlegt. Das ist doch der Wahnsinn. Ah. Da unten ist Pon. Nicht Pons, sondern Pon. Da muss ich noch runter. Und da oben thronen die majestätischen Berge.